bin Matthias Quiring, wir sind hier auf dem Rehhof in Rüscheid, am Rande des Westerwalds im Kreis Neuwied. Wir haben einen Gemischbetrieb mit Milchvieh, 120 Milchkühe mit Melkroboter und Nachzucht und haben Ackerbau, 100 Hektar Ackerbau und 60 Hektar Grünland. Wir säen hier auf dem Betrieb schon 40 Jahre lang den Mais selber, hatten immer ein aufgelöstes Verfahren, also Kreiselegge bzw. Rüttelegge mit Maissägerät in der Hitch. Das wird dann bei zunehmenden Düngermengen immer schwieriger, dass das von der Haltbarkeit her funktioniert. Und dann haben wir vor 10 Jahren schon gesagt, so eine Maschine muss es doch geben. Und wo die vor 3 Jahren in der Zeitung war, haben wir sofort gesagt, die müssen wir testen. Haben dann bei Amazon angerufen, einen Vorführtermin ausgemacht. Das ist dann hier, ist die Maschine auf den Hof gekommen. Wir konnten damit einen Tag lang fahren, waren sehr begeistert und haben sofort gekauft. Wir haben uns für die Kreiselegge mit Maisdrille entschieden, weil wir den Vorteil da drin sehen, die Gülle direkt zur Saat auf den Boden zu fahren und dann mit der Kreiselegge einzuarbeiten, damit der Boden sich dann in dem Moment gut erwärmen kann und die Körner in der mit Gülle vermengten Erde ein optimales Keimbett haben. Wir haben für die Getreideaussaat eine Amazone ADP 3000 Spezial. Die kann einfach gewechselt werden, die Kreiselecke unter den Maschinen. Dadurch sind wir halt sehr flexibel und die Kreiselecke hat ein hohes Maß an Nutzung im Jahr. Das Wechseln ist für eine Person innerhalb von einer halben Stunde zu erledigen. Das neue Quicklink-System ist sehr einfach und ermöglicht einen werkzeuglosen Abbau. Wir fahren über GPS und Section Control, können dadurch Beine abschalten und sparen Saatgut ein. In meinen Augen das eine sehr gute Entwicklung ist und dadurch, dass man den Arbeitsgang spart, gerade bei gestiegenen Betriebsmittelkosten, zählt jede Überfahrt auf dem Acker.